Und hallo, weiter geht's mit einer neuen Folge von City Skylines Chernobyl. Und wir haben mittlerweile zwei oder drei Problemchen mit dieser Stadt, die jetzt schon wieder eingefroren ist, weil ich neu... Gut, wir haben mittlerweile zwei oder drei Problemchen hier in der Stadt. Hier wird der Müll nicht abgeholt. In diesem Bauernhof, Hauptgebäude, obwohl wir direkt hier gegenüber eine Müllabfuhr haben, weil wir hier so ein bisschen Verkehrsprobleme haben, glaube ich, obwohl es sieht eigentlich ganz normal aus gerade. Sieht eigentlich so aus, als ob hier das nicht so schlimm ist. Hier ist sehr viel Verkehr. Dann funktionieren diese Gebäude nicht richtig. Ich habe hier für die, also das sind Fabrikgebäude und die brauchen halt Glas und Plastik. Ich habe jetzt hier die beiden Warenhäuser, die Glas und Plastik einkaufen sollen, an diesen neuen Güterzugbahnhof gebastelt. Den Güterzugbahnhof habe ich verbunden hier mit der Bahnlinie, die hier durchging, und habe ich hier einen Personenbahnhof hingebaut, der, ich weiß nicht wie gut, 402 Passagiere in der letzten Woche, also ein bisschen was bringt der auch. Dann ist hier ein zweiter Güterbahnhof für dieses kleine Gebiet hier mit der Industrie. Ja, das hier, hier habe ich weitere Lagerhäuser hingebaut, die kommerzielle Güter ankaufen sollen, damit genug kommerzielle Güter da sind hier für die kommerziellen Zonen. So, hier sind Leute krank. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ständig Stau vor der Tür ist hier. Warum ist hier Stau? Wo wollen die hin? Wo willst du hin? Der möchte raus aus der Stadt. Nee, möchte er gar nicht. Der möchte hier hin. Der möchte... Was? Der möchte hier hin? Der möchte von da hier hin und fährt den Riesenumweg. Also das können wir beheben, indem wir hier einfach eine Straße bauen. So, bauen wir hier eine Straße durch. Das sollte dann auch so, das ist gut. Nordamade, okay. So, das sollte zumindest hier den Verkehr ein bisschen verbessern. Auf lange Sicht. Wo will der hin? Der will hier hin. Was ist denn? Hier ist doch überhaupt gar kein Ort. Da ist doch gar nichts. Was will der da? Will der da parken oder was? Ganz abgesehen davon, das ist doch die... Ach so, das ist die Bushaltestelle. Er möchte zur Bushaltestelle. Okay. Gut, naja. Also dieser Stau wird sich über kurz oder lang auflösen, sage ich jetzt einfach mal so. Das größere Problem ist hier ein bisschen unser Hof Lüttmarsch. Da müssen wir verkehrsmäßig was machen. Entweder hier eine größere Straße reinbauen, und dazu müssen wir das alles umbauen. Und damit wir das umbauen können, müssen wir hier das Gebiet erweitern, um die Sachen dahin zu stellen, damit wir hier die Straßen ändern können. So, das wird ein riesiges Chaos werden. Ich sag das gleich. So, hier haben wir... mittlerweile haben sie den Müll abgeholt im Bauernhof. Das ist doch sehr gut. So. So, hier haben wir erstmal zwei von den Dingern. Und von den Dingern.
Die müssen wir vielleicht ein bisschen verteilen. Ist eine Pieselarbeit hier. So. So, das sind noch weitere Admin-Gebäude hier. Und hier haben wir noch paar Arbeiterquartiere. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit den Feldern an. Was ist das hier? Viehstall. Die können wir auch mal. So, also das Problem mit den Feldern ist, dass zum Abernten alle gleichzeitig scheinbar kommen, auf die Felder fahren und dann, wenn sie wieder rauskommen mit den Gütern, hier die Straße versperren. Das heißt, die Straße braucht mehr Kapazität. Oder am besten, wir machen das so, dass wir mehrere Straßen haben. Am besten die Gebiete, die wir jetzt haben, nicht nur über eine Straße zu erreichbar zu machen, sondern über zwei oder drei am besten sogar. Und breitere Straßen. Ich hatte gedacht, dass unser Farmgebiet hier mal zu groß wird für die Infrastruktur hier. Die Frage, ob wir die kleinen Gebiete überhaupt noch brauchen oder ob wir die nicht einfach zugunsten von weiteren paar größeren Gebieten abreißen sollen. Ich glaube, das machen wir mal, weil sonst dauert das hier zu lange. Sorry, Tiere. So. Gut, dann haben wir das schon mal verlegt hier. Das bleibt da für den Übergang. Und die Straßen werden hier alle abgerissen. Nein, okay. So, dann machen wir hier mal eine industrielle Straße, die etwas breiter ist hin. Mal gucken, was haben wir denn hier? Wie wäre es hiermit? So, und das. Ah, scheiße. Das geht nicht, weil da ist die Bahnlinie im Weg. Können wir nicht die Kurve hier ein bisschen rausholen? So. Ah ja, okay. Das ist eh schon eng genug hier. Hier können wir nichts mehr dran machen. Okay. Gut, dann. Können wir euch mal hier an die Seite basteln. Das müsst ihr, im Prinzip müssen wir die Straße auch breiter machen, aber. Ich glaube, hier bei den Tieren ist das nicht so schlimm. Soll es hier neben die Felder und die Kühe bleiben da, wo sie waren und laufen dann erst langsam dahin, wo die neuen Felder sind. Das ist ein
Bisschen witzig. Ja. Gut. So, damit wir hier gut durchkommen, müssen wir hier am besten warte, ich habe eine Idee. Wir nehmen hier so eine Straße. Verdammt. Ach so, ich muss hier. Das ist nicht nah genug. Das ist wunderbar. Warte mal, das ist verkehrt. Wir brauchen hier ja wieder die breite Straße, damit wir den Verkehr managen können. So, zack. Die beiden sollten, glaube ich, reichen, um unsere Felder aufnehmen zu können hier. Dann machen wir nämlich immer einen links, einen rechts. Die Art und Weise, sind die nicht zu nah beieinander, wenn sie abgeholt werden, die Sachen. Und die teilen sich dann den Verkehr so ein bisschen hier. Es wäre natürlich noch toller, wenn man verschiedene Spuren festlegen könnte für. Ja, für die verschiedenen Felder, aber das geht leider nicht. So. So. Okay, das können wir schon mal wieder wegmachen. Das sieht nicht schlecht aus. Gut, wo machen wir jetzt? Hier kommt der ganze Verkehr von der Autobahn an. Das ist natürlich auch ungünstig, dass der ganze Verkehr hier auf eine einzelne Straße fließt, die quasi zweispurig bloß ist. Nehmen wir einmal kurz diese hier und hoffen, dass wir dann die Straße einfach aufwerten können. Und dann brauchen wir hier unten vielleicht einen Kreisverkehr, vielleicht. Ah, hier, das geht nicht. Gefälle zu steil. Kann ich hier unterirdisch? Das kann ich auch nicht. Nee, Gefälle zu steil. Aber was ich machen kann, ist gleich eine große Einbahnstraße hier unten reinbauen. Hier zum Beispiel. Ja. Und dann hier hochzukommen. So. Das geht dann nämlich schon. Und das machen wir dann auch breiter. So, also das sollte zumindest reichen. Und damit wir jetzt auch den, wie sagt man, den Benefit haben von dieser großen Straße, die in eine kleinere übergeht, nehmen wir hier so eine Straße. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Es sieht doch gleich viel besser aus. Ich meine, jetzt ist kein Verkehr, weil wir gerade alles abgerissen haben und darum kein Verkehr ist. Aber so, dann packen wir das mal hier hin. Dann kommen die da immer noch schnell hin. Aber das steht nicht alles im Weg. Und das ist ja auch schon wieder hier an. Ist auch schon wieder an einer. Das ist ja eigentlich ein Kollektor. Und dann soll man ja keine Gebäude direkt dran machen eigentlich, ne? Sondern man soll die Gebäude an die lokalen Straßen machen hier. Ja. Also machen wir das so. Aber dann muss die hier auch noch woanders hin. Da brauchen wir noch eine kleine normale.
So. Goodie. Was machen wir hiermit jetzt? Das sind die Warenhäuser, die sollen da bleiben, beziehungsweise die sollen zumindest nicht woanders hin. Was ist das hier? Das ist Instandhaltungsgebäude. Das können wir hiermit auf die andere Seite machen. So. Läuft schon besser, ne? Also hier weniger Warnzeichen, hier zumindest. Und mittlerweile läuft sogar die Kleidungsfabrik. Das heißt, irgendwann haben wir mal Plastik gehabt. Ah, nee, 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 doch nicht. Naja, vielleicht kommt ja hier irgendwann mal Plastik an. Wäre ganz nett. So, also das funktioniert schon mal. Das heißt, wir könnten sogar noch ein paar mehr Felder machen. Momentan haben wir ein Feld Weizen, ein Feld Getreide, Kartoffeln ist das, okay. Ein Feld Baumwolle und ein Feld Mais. Könnten wir noch ein paar mehr reinmachen. Aber erstmal wollen wir gucken, dass wir hier auch die Silos und das irgendwo abstellen können. So, machen wir mal auf die Seite. Eigentlich müsste auf die andere Seite müsste auch noch ein Silo. So. Goodie. So. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Das sind Viehställe, die müssen eigentlich hier irgendwo in die Nähe von denen, damit das Vieh im Winter in die Ställe kann. Sie fragen, ob wir diese Straße hier so lassen wollen, aber ich sehe momentan keinen Grund, warum wir die groß aufwerten sollten. So, machen wir die vier Ste Machen wir die Viehställe mal dahin. Dann haben wir hier noch jede Menge von den kleinen Getreidesilos, die alle zu viel Verkehr verursachen im Prinzip. Was wäre denn, wenn ich gegenüber von jedem Feld eins von den kleinen Getreidesilos stelle? Wäre das gut oder wäre das sehr schlecht? Weiß das gar nicht. Wir müssen ja die Solarzellen auch wieder hier irgendwo hinbauen. Okay. Lerchenweg. Okay. Jetzt haben wir hier Kriminalität. Aber hier haben wir eine Polizei, oder? Nein, hier ist eine Polizei, ja. Vielleicht muss die Polizei. Ah, Scheiße. Hier muss die Polizei näher ran. Jetzt ist das Gebiet hier zu Ende. Kleine Scheune, okay. Die kleine Scheune können wir hier noch hinbauen. So. Da haben wir noch eine von. So. Können wir die hier hinbauen? Ja. So, was da wohl für Verbrechen ist, so Korruption. Dann bauen wir hier halt, wenn die da Stau haben, das ist mir dann auch egal. Seit wir die großen Silos haben, sind wir auf die kleinen nicht mehr so angewiesen, aber abreißen kann ich sie auch nicht, weil die sind voller Getreide.
Warte mal, generiert jeder von den Silos Traktoren und die müssen dann erst hier. Ach so, die fahren jetzt. Die fahren jetzt quasi und verkaufen das. Gucken, wo fahren die genau hin, das will ich jetzt wissen. Fahren die aus der Stadt oder bringen die das irgendwo hin? Die fahren aus der Stadt. Okay, das geht aus der Stadt raus hier. Wenn wir hier schon einen Tunnel haben, der in die Stadt, also in das in den Großhof führt hier, könnten wir hier nicht vielleicht einen Tunnel bauen, der direkt zur Autobahn führt. Das wäre dann doch, wie sagt man, förderlich für unser weiteres Verkehrsproblem, weil jetzt fahren die hier auf der Straße längs. Das muss ja dann auch nicht sein, ne? Ich meine, wir können auch die ganze Stadt untertunneln. Das ist eigentlich nicht sehr nordfriesisch, was Problemlösung angeht, aber weil wir haben unter anderem kein Gestein, wo man so richtig tunneln kann, sondern das ist alles Kalksandstein bei uns. Okay. Gucken wir mal. Bauen wir da einfach mal eine Straße runter und dann nehmen wir mal so eine Einbahnstraße. Ja. Zur Autobahn. Obwohl, wenn wir eh zur Autobahn führen, was hält uns davon ab, einfach eine kleine Autobahn zu nehmen? Da ist die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so, wie sagt man, nicht so hoch, nicht so niedrig. So. So. Muss ja dann hier rein, ne? Ja. Ich meine, wir könnten das auch gleich. So. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Stehen hier immer noch alle. Ja, die haben noch nicht rausgefunden, dass sie auch hier rum können, aber vielleicht merkt es ja gleich einer. Hat sich noch nicht rumgesprochen, dass ich umgebaut habe. Ihr könnt auch da durch den Herzog-Bergtunnel. Ah ja, stimmt, bei Tunneln hatte ich ein Problem, die Namen einzugeben, weil ich kenne nicht viele Tunnel hier oben. Siehst du, der fährt direkt zur Autobahn, sehr gut. Warum fahrt ihr nicht? Was ist hier los? Siehst du, jetzt geht's los. Jetzt fahren sie hier rein. Sehr gut. Diesen Teil des Verkehrsproblems haben wir gelöst. Das hier sieht auch alles nicht so schlecht aus, aber was wir hier noch machen müssen, ist die Flensburger Straße machen wir natürlich zu einer Vorfahrtsstraße. So, die hier rausfahren, die sollen gefälligst aufpassen. Gut. Dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt noch irgendwie uns um die Tiere kümmern. Dazu legen wir das alles mal auf diese Seite. Ja, müssen wir alles machen, ne? Warte mal, wir machen das einfach so, dass wir jeweils den zweiten immer hier rüberlegen und die hier erstmal woanders hin tun. So.
Können wir nämlich, obwohl die können wir dann auch nicht. Sag mal, warum geht das nicht? Gefälle zu steil. Legen wir halt kurz mal hier hin. Wird schon nicht, So, okay. Dann müssen wir diese hier irgendwie. Da. Dann müssen wir diese hier jetzt auch irgendwie wegmachen, damit wir hier an die Straße kommen. Ist das hier ein Sägewerk oder was? Bäckerei. So, und dann können wir hier auch eine von den großen Straßen hinbauen. Ist die Frage, müssen wir das überhaupt hier machen oder können wir die nicht hier bauen? Ist das nicht platzsparender? Ich glaube, das wäre platzsparender. Also bauen wir das einfach hier rein. Nicht mit Kurve, wir brauchen keine Kurven hier. So. Was ist mit dem, ne? Warum ist da kein Platz plötzlich? Warum passt hier nichts rein? Was ist das denn? Ha, interessant. Rechts, links, rechts, links. Warum können wir hier nicht rein? Das verstehe ich nicht. Dieser Ort ist bereits belegt. Wie kann das denn sein? Haben wir hier ein bisschen Platz? So. Wie ist das? Passt da jetzt was rein? Geht doch. Waren das alle Felder? Okay, dann hoffe ich mal, dass ich das auch wirklich richtig gemacht habe. So, und dann nehmen wir uns diese Straße hier vor. So. Okay. So, wir haben hier, also, da haben wir die, die fahren da, das ist gut. Was wir dann natürlich auch gleich machen könnten bei der Gelegenheit, ist, wenn wir hier zum Beispiel eine Straße bauen, wo wir die ganzen Fabrikerzeugnisse, die wir. So, das Brot und der ganze Quatsch. Wenn wir das hier alles an dieser Straße, sagen wir mal, aufnehmen, dann können wir hier eine Querstraße untertunneln oder nee, eine Brücke können wir nicht bauen. Dafür stehen da zu viele Gebäude. Leider gelten Felder als Gebäude, aber wir können hier einen Tunnel bauen, der direkt da durchführt. Wenn man uns lässt, heißt das natürlich.
Ort ist bereits belegt. Was soll das denn heißen? Ich will hier doch nur untertunneln. Da, siehst du, geht. So, dann bauen wir das hier. Dann können die nämlich, wenn sie hier die Produkte haben und die über die Autobahn bringen wollen, brauchen sie hier gar nicht über die Hauptverkehrsstraße, sondern können einfach hier durch. Und da können wir eigentlich genauso gut auch eine Autobahn draus machen, fällt mir gerade auf. So eine kleine wieder. Falsch rum. So rum. Ah! So. Da. Ah, siehst du, diesmal habe ich mir einen Wecker gestellt, darum weiß ich, dass schon wieder eine halbe Stunde rum ist. Also, ja, würde ich sagen, machen wir das Industriegebiet beim nächsten Mal fertig. Und ja, wenn euch dieser, ich sag mal, lösungsorientiertere Ansatz von City Skylines gefallen hat, dann hinterlasst einen Kommentar oder macht dieses Like-Ding. Oder ihr könntet auch den Kanal abonnieren, aber ich sage das jedes Mal und nie passiert was. Also, vielleicht lasse ich es das nächste Mal einfach und mal gucken, was dann passiert. Aber okay, bis zum nächsten Mal bei City Skylines dann. Auf Wiedersehen.